Hallo Leute und willkommen zurück zu Blue Mario Bros. 3. Ja, man könnte es auch mit Blue MB3 abkürzen oder mit BMB3, aber ja, da würde keiner wissen, was ich meine. Ich sag also lieber Blue MB3. Und ich hoffe, man kann diesen Level hier beenden. Ja, welchen Level? Aus Sonic 3 oder Sonic & Knuckles, das ja im Prinzip auch in ein komplettes Spiel ist. Also insgesamt jetzt beide Spiele sind auch gleichzeitig einzeln mit Sonic 3 and Knuckles. Und ja, es lohnt sich wirklich, beide Spiele gleichzeitig quasi zu spielen. Man konnte das ja früher zusammenstecken. Und ich möchte wissen, welche Zone ihr am besten findet. Ich kann jetzt keine Abstimmung machen, weil man da ja nur fünf. Ja, jetzt geht der Pilz nach links. Der will mich doch auch verarschen, oder? Also, man kann ja nur fünf Möglichkeiten bei den Abstimmungen einfügen. Das heißt, es würde nicht reichen. Und es gibt, glaube ich, 12 Zonen insgesamt. In Sonic 3 gibt es, glaube ich, 5 und in Sonic & Knuckles 7. Warum kann ich das hier nicht nehmen? Aber jetzt sehe ich, es sind nur 2 Blöcke echt. Stimmt. Hä? Ja. Ist auf jeden Fall ein extrem cooles Spiel. Und meine Lieblingszone ist auf jeden Fall die Launch Space Zone. Weil es einfach mal was komplett anders ist. Es ist quasi gleichzeitig. Man ist gleichzeitig in so einer Art Park und gleichzeitig ist es noch so eine Großstadt. Und es hat einfach einen extrem coolen Soundtrack. Ja. Und es ist wie jede andere Zone natürlich auch verdammt genial mit coolen Level-Gimmicks. Kennt man ja alles aus Sonic. Wir haben direkt die Feuerblume. Es scheint mal wieder ein einfacher Level zu sein. Ja, ich hoffe, die Level wurden nicht mit Absicht unfertig gemacht, damit man eben nachprüfen muss. Das war jetzt unfair, weil ich nicht wusste, was er macht. Damit ich nicht extra nachprüfen muss, welche Level man schaffen kann und welche nicht. Mann, warum sind hier die ganzen Mancha-Blöcke? Das nervt einfach. Wow, wie viel kommen denn da noch? 500 nächstes Mal. Ach so, das sind wieder die richtigen Blöcke. Ja. Nein. Ja, das ist eben das Problem, wenn man hier eine Feuerblume hat. Man will nur beschleunigen, schießt dann einen Feuerball und öffnet dann so einen Mancha aus dem Block. Ja, und dann nimmt man Schaden, weil man ihn berührt. Das ist beschissen. Und vor allem, dann ist man auch wieder komplett, ist man direkt zu Beginn wieder klein. Jetzt hat es mal mit dem Fullspeed geklappt. Und ja, in dem Spiel bringt quasi, also auch im Original, glaube ich, bringt die Feuerblume nur, dass man Feuerbälle schießen kann und nicht, dass man ein zusätzliches Leben hat. Aber gut. Fällt dieser Block runter? Kann ich mit der Feuerblume irgendwas machen? Vielleicht muss ich sie an der Seite treffen. Ja, das wäre damit getan. Okay, das war ein kleiner Blind Jump, aber wenigstens war hier nichts Unfaires, das irgendwie unerwartet kommt. Ja, übrigens, es gibt einen richtig coolen Sonic the Hedgehog 2 Hack. Nämlich Sonic 2 oder Sonic the Hedgehog 2 ist doch sicher eine Tür. Also Sonic the Hedgehog 2. Ja, Sonic 3 Edition. Also S3, Sonic 3 Edition. Und das ist einfach unfassbar cool. Es sind jetzt keine anderen Level. Also das Level-Design wurde ein bisschen verändert. Aber das wirklich Coole ist, dass jeder Act jetzt einen eigenen Boss hat. Und beim zweiten Act verändert sich sogar manchmal die Musik.
Vielleicht kommt sogar noch Sohn dazu. Wäre auf jeden Fall extrem nice. Ja, es sollte mehr solche Hacks geben. Also es gibt sogar eine Speicherfunktion. Das habe ich gar nicht erwähnt. Ist richtig, richtig nice. Ja, geht da hoch. Ja, so ein Betrug aber auch. Oder würdet ihr das als Betrug sehen? Ich eigentlich schon. Das schaffe ich doch nicht mehr. Übrigens, wusstet ihr, dass die Launch Space Zone die letzte Zone aus Sonic 3 ist? Ja, in Sonic and Knuckles gab es ja auch. Hä, ich kann da. Ich dachte, ich kann da jetzt rein. Also in Sonic and Knuckles hatte ja auch jeder Act einen Boss. Ja, völlig random das Thema jetzt. Wo war ich? Ja, die Launch Space Zone ist die letzte Zone aus Sonic 3. Das wissen wahrscheinlich die Fans, aber. Ja. Alle wissen das bestimmt nicht. Und ich finde es ein bisschen komisch. Es ist nur so eine halbe Boss-Zone. Die DevEx-Zone ist zum Beispiel die letzte richtige Zone. Aber die Launch Space Zone ist mehr so eine Zone mittendrin. Und jetzt nicht eine Boss-Zone. Ja. Sonic 3 soll auch angeblich einfacher sein als Sonic and Knuckles, obwohl ich finde, dass Sonic and Knuckles um einiges einfacher ist. So ein Betrug. Aber egal, ich lebe noch. Das ist einfach Trial and Error. Muss man irgendwie durchkommen. Irgendwie durchrennen. Ja. Ach so, stimmt, von hier. Die Bugus sind einfach viel zu schnell. Ja, komm, aktiviere den Block. Ja, toll. Dann lasse ich mich wieder treffen und dann habe ich bloß wieder keinen Pilz. Und ja, es hat dann nichts gebracht. Warum dreht er nicht um? Da, der lässt sich so schwer in der Luft lenken. Zumindest manchmal. Das ist auch ein Kritikpunkt in Super Mario. Sollte immer eine Möglichkeit haben, gezielt schnell sich in eine Richtung bewegen. Zum Beispiel wie bei dem Dash in Cuphead. Es ist richtig cool. Falls man mal merkt, man hat einen Fehler gemacht und möchte den gern ja, ausbügeln, dann kann man das damit gut wieder machen. Da kann man aus Fehlern doch, kann man Fehler wieder ausgleichen. Durch Skill und ja, das ist einfach Pech. Ein bisschen glücksbasiert ist das ja hier schon. Na. Ja, ich drück doch die ganze Zeit A. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Dann cheate ich eben. Ist ja noch nicht mal wirklich cheaten. Ich setze den Speed einfach auf Quarter, spule dann zurück und dann spam ich A hintereinander einfach. Okay, er ist drauf gelandet und es wird nicht angenommen. Ja, ich cheat ja gar nicht. Ich mache es einfach nur so, dass man sich besser dabei konzentrieren kann und dann noch besser steuern kann. Ja, was davon zur Hölle ist Cheaten? Also, es hat zwar niemand gesagt, aber sicherlich werden einige den Ich habe doch den Speed wieder auf Normal gesetzt. Genau. Oder ist es beim Rückspulen? Nö. War anscheinend ein kleiner Bug, dass es nicht angenommen wurde. So macht man das. Ich kann ja nicht ahnen, dass da rein zufällig unter mir so ein Buhu auftaucht. Das hat auch nichts mehr mit Reaktionsvermögen zu tun. Man sieht es ja noch nicht mal davor. Und wenn man es sieht, tja, dann ist es schon zu spät.
In Sonic hat man immer noch Zeit zu reagieren. Einige sagen zwar das Gegenteil, aber die leugnen einfach, dass Sonic das beste Spiel ist. Ja, auch der Grund, warum ich Sonic nicht Let's Play, ist einfach, es ist mir zu schwierig. Ich müsste da 10.000 Saves jetzt verwenden. Und das Problem ist, dass bei den... Mal sehen, hätte man das noch... Mal sehen, kann ich da überhaupt ausweichen? Also das war jetzt auf jeden Fall unfair. Denn die verfolgen einen noch. Man muss genau wissen, wo man... Hey, das gab's noch nicht. Oh Gott. Ein Timeout? Wie soll man das denn noch schneller hinkriegen, als ich es jetzt hier gemacht habe? Heilige Scheiße. Man hat nur 300 Sekunden. Warum war das eigentlich einmal grün? Und wo war eigentlich der Pilz? Alles klar. Ohne Pilz ist das hier unmöglich. Das heißt, ich hole mir mal einen Pilz hier. Scheiße. Ja, das benötige ich sogar. Wo war der Pilz? Ja, im Prinzip auch egal. Ja, geh darüber. Ja. Ja, dieser eine Fail war jetzt im Prinzip auch meine Schuld. Dann versuche ich es mal ohne Springen. Und ja, das hat geklappt. Jetzt muss ich ja wirklich durchspeeden wie ein Irrer. Also ein bisschen zu viel Zeitdruck. Man sollte Spiele schon so machen, dass sie für jeden spielbar sind. Oder warum haben die nicht einen einfachen Modus eingebaut? Damit es auch für ja nicht so gute Spieler schaffbar ist. Also ich bin ja jetzt auch nicht der beste Mario-Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach so, das geht in die entgegengesetzte Richtung. Ja. Und das ist ohne Pilz verdammt schwierig. Vor allem wegen der schwammigen Steuerung hier. Was zur Hölle ist das hier? Ich glaube, jetzt könnte ich drüber durchspringen. Ja, toll. Jetzt jagen mich auch noch die Buhus. Ja, weil er zu langsam ist. Ja, von Sonic kann sich Mario auch mal eine Scheibe abschneiden. Zumindest die heutigen Mario Games. Mario ist in diesem Spiel ja jetzt nicht so extrem langsam wie in den heutigen Mario-Spielen. Ja, wieder diese Falle hier, die man eigentlich nicht ahnen kann. Ach, da oben ist die Tür. Da ist es ja schon. So, selbst nicht gesetzt. Geht das noch weiter? Nö. Ja, da hätte man es doch lieber mittelschwierig statt extrem schwierig machen sollen. Und dafür geht's dann halt länger. So, diesmal ist er nicht auf Red Bull und verarscht mich anscheinend, weil ich ihn definitiv getroffen habe. Also, ich bin ihm zumindest auf den Arm gesprungen. Das tut doch auch weh. Muss ich doch den Arm gebrochen haben. Aber anscheinend nicht. Wegen der Hitbox, die ein bisschen, ja, komisch ist. Also, wer nicht weiß, was eine Hitbox ist, das ist quasi beim Programmieren, da muss man auch immer so eine Hitbox einprogrammieren. Das ist quasi die Stelle, wo ja, der Gegner getroffen werden kann oder einen trifft. Ja, das ist wieder derselbe Text und diesmal ist das so eine Robbe. Oder? So, vielleicht hätte ich mir doch lieber einen Pilz
holen sollen. So, diesmal versuche ich es ohne einen Tod zu schaffen. Werde ich das hinkriegen? Jetzt skill ich mal richtig durch. Es ähnelt ein Level aus Mario in Some Usual Day. Ist schon mal nicht so gut. Ah, die respawnen wieder. So. Alles bisher ohne einen einzigen Tod. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie oft habe ich jetzt eigentlich schon... das wird nicht als tot gewertet. Das auch nicht. Das war alles reine Glückssache. Nee, ich dachte nämlich, heute ist noch ein Boden. Also bisher noch kein einziges Mal gestorben. Zählen wir das einfach nicht mit. Warum, wer zählt das schon als tot? Na gut. Das war jetzt ein Tod. Aber ich habe es nicht berührt, das muss man dazu sagen. Aber gut, ich wäre trotzdem gestorben. Vielleicht. Jo, was? Eigentlich war doch das Holz noch. Okay, es geht deutlich schneller jetzt voran. Und was zur Hölle? Ach, ich kann da rüber. Geht's noch weiter? Nö, geht's nicht. Zu den Boss. Oh, das ist Lemmy. Heilige Scheiße. Ja. Und die Bälle kann ich nicht irgendwie zerstören durch Springe oder was? Das ist ein bisschen größer als in den neueren Mario-Spielen. Das sieht eigentlich schon relativ ähnlich aus sonst. Jetzt habe ich auch wieder vergessen, den Filter auszuschalten. Kann ich ja nach dem Bosskampf machen. Ein Level schaffen wir vielleicht noch. Und dieser Level ist echt furchtbar schwierig. Was zur Hölle? Also im Original war der lange nicht so overpowered wie hier. Oder? War der so overpowered? Vielleicht könnt ihr mir ja mal sagen. Ah, Gott. Stirb. Ich meine nicht den Ball, ich meine Lemmy. Ja, komm doch her. Warum kann er eigentlich... Okay, so kann man es auch machen. Durch ein bisschen Cheaten kriegt man das gut hin. So. Ja. Verstehe auch gar nicht, warum alle viel lieber Super Mario Advance spielen. Also die Super Mario Bros. 3 Version davon. Weil, ja. Die NES-Version sieht einfach deutlich besser aus. So. I'm well. Please retrieve the magic crystal hidden in the darkness at the end of the third world. I have enclosed a level that helps protect you. Und ich bekomme einen P-Wing. Und ich habe immer noch nicht herausgefunden, ob man über 99 Leben bekommen kann, weil ich gestorben bin. Und danach ist direkt noch so ein anderer Battle. Kann man sagen, ein anderer Battle? Das ist ja Englisch und Deutsch jetzt gemischt. Ja, Junge, ich habe den zweimal getroffen und er geht nicht drauf. Das ist das gleiche, wie wenn ich Bowser 5 Millionen Mal mit einer Feuerblume treffe und hat einfach keinen Bock drauf zu gehen. Deswegen komme ich hier noch am... Ja! Nee, komme ich nicht. Und direkt noch ein Battle. Ich dachte, das Spiel ist gesoftlockt. Hat das eigentlich auch eine Speicherfunktion gehabt? Ich glaube schon. Und direkt fängt sie richtig unfair an. Dann will erstmal zur Röhre hier kommen und sagt mir nicht, ich muss jetzt da punktgenau drauf landen. Naja, halbwegs. Ich muss erst ausweichen und dann kann ich es versuchen.
Ja. Das ist jetzt einfach nur schwierig. Ist jetzt nicht irgendwie unfair. Aber wobei schon. Weil Mario, der hält mich sofort an, wenn ich jetzt hier renne und dann loslasse, dann läuft er noch ein paar Meter weiter. Ich kann zwar bremsen, aber der rutscht immer noch weiter. Ja, ein Drag in the Wizards hält man sofort an. Da läuft man nicht noch ein paar Meter. Und da gibt es auch die Abbremsfunktion nicht. Es ist einfach besser, wenn man direkt anhält. Ja, es wurde animiert, wie wir da rauskommen. Warum wurde das animiert? Oh. Das sind immer zwei Bilder, wenn die da rauskommen. Oh. Bei den Piranha-Pflanzen ist das doch auch nicht so. Da gehen die einfach weiter höher. Oh Gott. Aber ich glaube, sowas Gestörtes gab es auch schon im Original. Nein. Ah. Aber heilige Kacke. Moment, muss ich jetzt in die Röhre hier? Wenn Mario nicht noch ein paar Meter laufen würde, dann gäbe es das Problem auch nicht. Ja, nee. Ich muss jetzt hier alle Röhren auschecken. Oh, zum Glück. Ich kann in diese Röhre hier. Kann ich aber auch nicht wissen. Ist rein zufällig irgendwo eine Röhre, in die ich rein kann? Mal sehen, das hier ist aus irgendeinem Grund nicht weg. Und die Gegner respawnen sicher auch. Dann gehe ich einfach mal in die Röhre hier. Ja. Und ich habe wieder vergessen, den Filter auszuschalten. Na, ich würde sagen, das ergibt insgesamt eigentlich ein Level, die zwei Battles. Ich stelle schon mal für den nächsten Part hier um. Videofilter. Dann aus. So. Jetzt ist es wieder ohne Filter. So machen wir den kompletten nächsten Part weiter. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo freuen. Bis dann und ciao, euer Jono. Gebt dem Video ein Like und abonniert mich und teilt das Video und so weiter. Ja, bis dann und ciao.